Ja! Oh. Fette Scheiße! Geil! Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Kloppotech. Wir haben heute etwas Spezielles für euch. Auf jeden Fall haben wir von Aldi FPV ein Paket zugeschickt bekommen. Die Focus Drone. High-End-Produkt aus dem Hause Aldi FPV. Die Gear-to-Play Focus Drone, ganz neu auf dem Markt, absolut High-Tech. Und das wollen wir uns heute mal unboxen und ausprobieren. Ja, es ist ja auch, soweit ich weiß, ein Allrounder. Also man kann damit nicht nur Freestyle fliegen, sondern ist eigentlich sogar für Drag Race geeignet. Ja, und du hast auch eine HD-Kamera an Bord. Das heißt, du kannst auch ultra hochauflösende, super sanfte Luftaufnahmen damit machen. Also 4K auf jeden Fall. Rundum sorglos. Okay. Absolut rundum sorglos, dieses Ding. Mit wie viel Bilder pro Sekunde bei 4K? 260 Bilder pro Sekunde bei 4K. Na gut, das ist ja mittlerweile bei 8K nur 60. Hm. Nur 60. Ach, Aldi. Man muss eigentlich bedenken, zum Preis von 40 Euro ist das auch eigentlich ganz fair, muss man sagen. Ja, das ist doch ein angemessener Preis für diese Leistung, die da erbracht wird. Und du hast alles dabei. Das ist ein All-in-One-Paket. Das All-in-One-Ready-to-Fly-Paket. Das heißt, wir haben den Depot dabei, wir haben Ladekabel dabei, wir haben den Long-Range-Sender dabei und Ersatzpropeller sind auch mit drin und sogar die SD-Karte ist integriert. Also das muss erstmal jemand... Das für 40 Euro? Fantastisch, ja. Und verschiedene Flugmodi sind natürlich dabei. Wir haben den kopflosen Modus, den Headless-Mode. Den Auto-Rückwärts-Modus, Auto-Return und den Power-Loop-Mode. Kamera, Foto, Video, hier. Kamera, Foto, Video. Es ist ja sogar, dass die Funke mit dabei ist, die ist jetzt nur für den oder damit kann man sonst auch eigentlich alles andere steuern, oder? Das ist, Nein, aufgrund des Crossfire-Moduls. Nein. Leider ist das nicht möglich. Diese Funke ist wirklich ein spezielles Long-Range-System, erstmalig auf dem Markt. Arbeitet auf 2,4 GHz und bietet Reichweiten, die sind unvorstellbar. Das ist wirklich der Hammer. Das ist auch der Grund, warum Crappy so ein bisschen Angst vor Aldi FPV hat. Ne? Ja, die machen hier eine richtig starke Konkurrenz. Ja. Richtig, ja. Da ist der Druck sicherlich ziemlich hoch, was die technischen Neuerungen angeht. Die TBS-Ingenieure sind dran, das Ganze per Reverse Engineering zu knacken. Und natürlich dann auch von dem gewonnenen Wissen zu zehren und vielleicht was Besseres auf den Markt zu bringen. Man weiß es nicht. Man muss natürlich beachten, dass Aldi als Riesenkonzern, also Aldi ist halt sehr groß und gerade Aldi FPV profitiert sehr stark davon. Die ganzen Aldi-Ingenieure arbeiten quasi rund um die Uhr an der neuesten Technik, unter anderem halt für die Focus Drone. Aldi FPV ist nun mal mittlerweile der absolute Marktführer, weit vor DJI. Und da haben es die Kleineren etwas schwer. Aber... Schau mal, ob die dann auch ihrem Ruf gerecht werden, die Besten zu sein. Und schauen wir uns das Produkt doch mal an. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und präsentieren, was da so alles so drin ist. Jawohl. Also dann. So, dann wollen wir uns dieses Geschoss mal anschauen. Es fängt ja schon an mit diesem hochwertigen Karton, den man dann auch wirklich für Transporteinsatz gut verwenden kann. Lässt sich natürlich dann auch ganz leicht auspacken. Der Mechanismus ist phänomenal. Da haben wir unser Schmuckstück. Natürlich mit dabei eine Beglückwünschung zum Kauf. Alle möglichen Unterlagen, die man dann so braucht, Garantie und so weiter, brauchen wir alles. Erst das Zubehör. Ja. Ja. Guck mal, das ist auch gut festgemacht. Wir haben hier das Bordwerkzeug. Das ist richtig Werkzeug mit bei. Das ist richtiges Werkzeug mit bei. Ja, ist das so mit dem Fokus so? Das
hat gerade gut funktioniert, bis du dich bewegt hast. Ja. Okay. Oh, geil, ne? Werkzeug. So, wir haben noch des Weiteren das USB-Kabel mit hochintelligenter zweipoliger Ladefunktion. Dann Ersatzpropeller, ganz, ganz nice für den Racing-Einsatz natürlich ultra wichtig, Ersatzpropeller zu haben, wobei diese ultra durable sind und einiges wegstecken. Man sieht das schon, die sind super stabil, die Dinger. Und was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Da habt ihr Jahre was von. Vier Stück gleich, oder? Ja, vier Stück. Das ist ja ein witziger Zufall. Ja, in zwei Farben. Und hier haben wir das Schraubenset. Cool. Obwohl das alles wirklich ultra hochwertig ist, werden trotzdem Ersatzteile noch beigefügt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Okay, und natürlich, wie es sich für ein hochwertiges Produkt gehört, das eine Aufnahmefunktion hat, es ist sogar eine SD-Karte dabei. Und mit, ja, sage und schreibe, 2 GB. Ja gut, bei 2 GB braucht man natürlich bei den 4K-Aufnahmen mit den 200 irgendwas Bildern pro Sekunde. Ja, klar. Ist da sogar ein Lesegerät mit bei? Aber ich sag mal so 5-6 Stunden läuft das Ding, ne? Ist sogar ein USB-Lesegerät. Das ist sogar ein USB, das ist sogar das wertvollste im ganzen Karton, denke ich gerade. Das kann man sogar gebrauchen. Das kann man tatsächlich gebrauchen. Ja, sowas wollen die schon immer. Geil. Ja, es ist auch ein praktischer Adapter dabei, eine Schnittstelle für euren High-End-PC. Okay. Kommen wir jetzt zu dem, was ihr die meiste Zeit in der Hand halten werdet. Das ist dieser absolut geile, super griffige, muss ich sagen, Long-Range-Sender. Dreh den mal ein bisschen so, dass man ihn auch so sehen kann, als ob man ihn... Also genau. Ja, ich gucke ja selber noch. Achso, hast du noch gar nicht in Hand gehabt? Wir haben hier verschiedene Funktionen. Das ist die Kameraauslösung, die Akrobatik-Mode-Funktion. Ein- und Ausschalter, Trim-Funktion natürlich, sprechen sehr gut an, muss ich sagen. Die Gimbals fühlen sich auch an. Und mach das doch mal bitte. Und der Schwerpunkt ist schwer. Also, ja, doch, das Ding liegt gut in der Hand. Wir können es noch wiegen. Ist schon Akku drin? Dafür haben wir also das Werkzeug. Ich verstehe. Ach so, das ist. Guck mal. Ja, damit auch, das ist natürlich. Das ist natürlich eine hervorragende Form der Batteriesicherung, muss ich eingestehen. Auf jeden Fall, genau. Da können sich andere Hersteller absolut nochmal was abschauen. Ja, dass man nochmal eine Schraube lösen muss, um das zu kommen. Genau. Und sollte man bei Kopf dann auch einführen? Ja, dass man den nicht einfach abziehen kann, sondern dass man wirklich dann noch ein paar Schrauben. Nichts passiert. So, das schau mal. Hier haben wir Platz für 4 AA. Batterien, die wir noch kaufen müssen. Scheiße. Guck mal, ich glaube, ich habe jetzt haben wir auch einen Grund, zu Aldi zu gehen. Wir wollten sowieso noch zu Aldi. Ja, wir müssen uns noch bedanken. Ja, super tolles Sponsoring-Paket, muss ich sagen. Da haben wir das Stück. Okay, jetzt würde ich sagen, habt ihr den praktischen Tragegriff bemerkt? Das ist wirklich praktisch. Das ist ultra gut. Der Tank ist gut geschützt, weil sie auch einfach nicht so lang ist. Ja. So unnötig lang wie so eine Crossfire-Antenne. Passiert gar nichts mit. Super. So, jetzt der Hauptprotagonist. Ein super geiles Design, fällt zuerst ins Auge. Sehr, sehr robust gemacht. Das Landegestell, da fängt es schon mit an. Das scheint tatsächlich TPU zu sein. Ein Hightech-Werkstoff aus der Weltraum und Luftfahrt und Forschungsindustrie. Die meisten Raumsonden, die werden heutzutage auch alle in TPU gedruckt. Ja. Na gut, das kommt natürlich durch die Erfahrung von Aldi FPV. Die ziehen natürlich ihr Wissen aus ihrem Aldi Space Program. Selbstverständlich. Ja, und man muss sagen, das Ding ist leicht, aber ich habe den Eindruck, es geht nicht. Geht gar nicht, ne? Es lässt sich gar nicht biegen. Ich habe auch Testvideos gesehen, wie LKWs rübergefahren sind. Ja. Ist nichts passiert. Alles in Ordnung. Wir müssen noch fliegen. Super schön. Zeig mal bitte die Motoren. Das sind Brushless, nehme ich an. Nein, das ist die
völlig moderne Brushed-Technologie wurde hier zum Einsatz. Ah, das ist gut, dass man muss auch mal mutig sein. Es muss natürlich jemanden geben, der Innovation schafft, ganz klar. Das waren ja auch Aldi-Mitarbeiter. Das hat Aldi FPV hiermit getan. Bringt eine neue, hochmoderne Technik auf den Markt, den Brushed-Motor. Das heißt eben, dieser Motor, der läuft nicht bürstenlos, sondern der hat eben Bürsten. Der ist bürstenvoll. Der ist bürstenvoll, ja. Dadurch erreichen wir natürlich enorme Temperaturen, was sehr förderlich ist für den Betrieb. Mit der Kamera noch. Wir haben ja auch, oh ja, stimmt. Wir haben ja auch noch, hier ist unsere 8K-Kamera mit Carl Zeiss-Objektiv und alles. Okay. Und wir sehen auch der Gimbal, wie toll das Ganze stabilisiert ist. Wir sehen die Kamera, die schwenkt immer schön nach. Mhm. Wie heißt der Hersteller noch? Hasselband oder so? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Und ich muss sagen, ja, das ist eine runde Sache. Wo ist eigentlich der Lipo dafür? Ist schon integriert. Wow. Nein. Ja, muss. Wo soll er sonst sein? Ich stimmt. Ach, guck. Nein. Ja, ist schon geblieben. Ist schon geblieben. Ja, die sind rund auch besser, habe ich mir sagen müssen. In Kooperation mit Gens Ace Germany wurde die absolut neue Lithium-Graphen-Technologie noch mehr erweitert und wir haben jetzt eine enorm hohe Laderate. Man spricht von an die 1000C für diesen 1S HV Airline Vipo. Anschluss? Wir haben ein XT2. Das ist ja der Nachfolger vom XT90. Richtig, ja. Ja, der ist halt der enorm, enorm hochstromfest und temperaturbeständig. Das muss er auch sein, denn da ist richtig Alarm drin in dem Ding. Und das muss natürlich alles auch irgendwie verarbeitet werden. Ja, würde ich sagen, laden wir das Ding. Und dann geht's ab. Obwohl, bevor wir die Leute mit langweiligen Flugvideos langweilen, sollten wir vielleicht nochmal die spannenden technischen Daten nochmal rausholen, wie zum Beispiel das Gewicht von dem Akku. Und dazu greifst du bitte einmal in die Schublade, unter den Würstchen. So. Das ist ganz vage. So, wir haben hier unsere Antara-Waage ausgepackt und jetzt wägen wir mal den Lipo. Und der schlägt zu Buche mit 11 Gramm. Dazu die Funke. Und unheimlich wichtig, jetzt sind wir bei 228 Gramm und 27. Oh, hat sich verändert, ja, die Batterie hat sich wahrscheinlich jetzt entladen und ist ein bisschen leichter geworden. Dann haben wir das Werkzeug natürlich noch und das USB-Kabel. Da sind wir den Props, die darfst du nicht vergessen. Warte. So. Den USB-Adapter natürlich, der muss ja auch mit. Mhm. Und die SD-Karte, die Props liegen hinter dir. Dann haben wir natürlich auch noch die Propeller. So, wir sind jetzt bei 251, 250, 49 Gramm. Er wird immer leichter. Es ist der Wahnsinn. Das heißt aber ja auch, dass wir bei 249, jetzt dürfen wir natürlich mit dem Paket dürfen wir schon abheben, ohne dass wir eine Plakette bräuchten. Ohne Plakette könntest du jetzt mit diesem. Mit dieser Funke fliegen. Und jetzt kommen wir aber dann ja doch dazu, dass wir die Drohne noch mit drauflegen. Und ja, wir sind bei 318 Gramm. Wenn man vielleicht so ein bisschen. Ich sag mal, ein bisschen strippt das Ganze, dann kommt man dann auch unter die 250. Was der Chris euch vorenthalten hat, war natürlich das wichtigste Feature. Die Focus Drone hat selbstverständlich auch einen Kamera-Gimbal. Der wird allerdings von Hand betrieben. Also der Kamerawinkel ist tatsächlich einstellbar und das auch schön leichtgängig, damit das auch während des Fluges auf jeden Fall sich nicht verstellen kann. Ja. Das ist gut. Mhm. So, wir haben noch ein weiteres Feature entdeckt. Beziehungsweise sind sich die Aldi-Ingenieure natürlich ihrem Umweltbewusstsein und ihrem Auftrag von nachhaltiger Energie oder sowas bewusst. Und deswegen haben sie ein bisschen, ich will es nicht sagen, gespart. Also, hier ist eine kleine Lampe drin, also eine kleine LED. Irgendwo, wo ist er? Fokus. Wenn ich jetzt noch Fokus hätte. Und Mäuse geht dir ein kleines Lichtlein an, um den Akku zu laden. Aber das ist alles sehr. Wird es dann wenigstens heiß? Es wird. Es geht kurz an. Vielleicht ist der geladen. Meinst du, dass der geladen ist? Oh, Alter! Das ist echt heiß! Das ist wirklich heiß. Was ah, da, ist, ich weiß nicht, ob es leuchtet oder glüht. Ja, aber warum leuchtet es jetzt noch? Das ist ein Entladegerät. Und nun? Ich würde sagen,
Wir stecken ihn nochmal rein. Also das Licht geht da kurz an. Ja, lass ihn noch ein bisschen dran. Das wird schon... Vielleicht, vielleicht piepst es ja, wenn es blindlich ist. Ja, bestimmt. Ja, oder du kriegst eine Info auf, deine, auf dein Handy. Oder schick dir eine E-Mail. Oder Alexa sagt, Akku ist voll. Oh, ich habe ihren Namen gesagt. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ach, Alexa.